Jetzt geht's ah, klatschen geht aber noch gar nicht. Damit hat es nichts zu tun. Ich weiß auch gar nicht, wo ich, wie ich sitzen soll noch so zu euch am besten. Ich glaube auch. Hi! Hey! Hello! 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 Hey! Hello! Hello! Hey! Hi. Hey! Hi. Hello! Soy Yolanda. ¿Y tú? Wie schön! Das sind Kascha und Dominik. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Oder dass ich bei euch bin eigentlich. Ich würde euch gerne bitten, euch vorzustellen, ja, wer ihr seid, woher ihr kommt, was ihr spielt, wie ihr zur Musik gekommen seid. So grob. Mhm. Also ich fange an. Darf ich? Auf jeden Fall. Gerne. Gut, also ich heiße Kascha Radowowska und ich komme aus Polen. Ich bin Perkussionistin und Vibraphonistin, kann man so sagen. Und mein Weg mit Musik hat schon ganz früh angefangen. Ich bin mit 7 in der Musikschule gegangen. In Polen ist es so eine Art von Konservatorium. Mhm. Das habe ich bis 18 durchgezogen und dann direkt mal Klassik studiert. Und so würde ich auch sagen, dass meine ganze Musik ist schon ganz stark geprägt von dem klassischen Studium, obwohl ich alles andere jetzt mache, außer Klassik. Mhm. Hast du in Polen studiert oder hast auch in Deutschland studiert, oder? Genau, ich habe in Stuttgart erstmal studiert. Und dann habe ich noch kurz überlegt, nach Polen zurückzugehen. Ich habe meinen Master gleichzeitig in Stuttgart und in Danzig gemacht. Und dann hat das Leben mich doch so hierher behalten. Okay, so cool. Ja. Schön. Eine Sache finde ich immer voll interessant ist, ob deine Familie musikalisch ist oder ob ihr viel gesungen habt zu Hause. Ja, oder ja. Ja, also ich kann schon sagen, dass meine Familie musikalisch ist, obwohl sehr hobbymäßig. Keine von bei mir in der Familie ist Profimusiker in dem Hinsicht. Aber mein Papa hat Akkordeon gelernt, mein Bruder hat Klarinette gelernt, mein Großvater hat sehr viel gesungen, also der ist davon einfach legendär bekannt in unserer Familie, dass er einfach auf Fragen fast singend antwortet. So, genau. Ach, das finde ich cool, voll sympathisch. Ja. Ha, okay, schön. Ja. Dann? Dann weiter zu dir. Ich bin Dominik Fürstberger, ich spiele Schlagzeug und ich bin auch Produzent und schreibe Musik für verschiedene Theaterproduktionen. Genau, zur Musik gekommen bin ich auch irgendwie ganz klassisch über die Musikschule. Wir hatten ein Klavier zu Hause und da war dann auch die Entscheidung irgendwie so, das Klavier muss gespielt werden. Du musst. Ja. Genau, damit habe ich angefangen und dann ein Jahr später mit Schlagzeug angefangen, weil ein Nachbar von uns hat ein neues Schlagzeug bekommen und dann habe ich das quasi vererbt bekommen von ihm, das alte. Ach, cool. Genau, und der hat mir ein paar Sachen gezeigt und so bin ich dann dazu gekommen und dabei geblieben. Schön, ja. Okay, cool. Noch vielleicht zu deiner Herkunft, du bist ja aus Polen. Wie ist das oder wie war das für dich, als du nach Deutschland kamst? Hast du gefühlt einen Unterschied zu wie die Leute an Musik rangehen oder wie man hier lernt? Oder hat es für dich kulturelle Unterschiede gemacht oder eigentlich nicht? Ich meine, im klassischer Bereich weiß ich nicht, ob das da alles nach Partitur und so gar nicht so... Ja, die witzige Sache ist, dass ich bei einer polnischen Professorin dann gelandet bin. Ah! Und trotzdem, ich kann schon sagen, damals vor allem, ich glaube, jetzt verändert sich, es verändert sich ständig, aber damals war das, glaube ich, ein bisschen größerer Unterschied noch. In dem klassischen Bereich, das war auch der Argument, warum ich nach Deutschland auch so ein bisschen hingeschaut habe oder insgesamt aus dem Polen raus. Ich wollte schon ein bisschen was anderes. In Polen war das damals noch viel klassischer und viel vielleicht konservativer, ja, genau. Okay. Also man kann das so sehen. Und ich war schon auch ein bisschen an was anderes interessiert und ich glaube, damals hat mir ausgerechnet die Klasse in Stuttgart und die Professorin das gegeben, was ich in dem Moment gebraucht habe. Okay. Schon, ja. Also hast du das Gefühl, es war ein bisschen freier oder einfach neuer Input? Ja, es war freier, muss man auch sagen. Es ist auch ganz normaler Unterschied zwischen Westen und Osten. Es gibt ein bisschen mehr Möglichkeiten,
wirtschaftlich gesehen. Ah, ja, klar. Es waren viel mehr Instrumenten, viel mehr connected mit anderen ausländischen Hochschulen vielleicht oder Klassen. Einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten finanziell und dadurch ein bisschen breitere Erfahrung, die man hier machen Ah dürfte. ja, Ja, interessant. schon. Und Dominik, zu dir auch noch mal. Ja. Hast du, fühlst du irgendwie Unterschiede, wenn du mit, du machst ja auch viel mit ausländischen Musikern warst oder Musikerinnen. Fühlst du da Unterschiede von der Herangehensweise an die Musik? Also ich glaube, einmal ist es eine ganz persönliche Sache von der Person, mit der man arbeitet, was es eben für einen Background gibt. Wenn es jetzt bei Kascha ein klassischer ist, schwingt da sicherlich was anderes mit. Aber klar, wenn eine Musikerin aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, dann ja, hat man automatisch ja, wie eine andere Sprache oder andere Wörter, die in der Musik verwendet werden. Und ja, unser Ziel ist es dann immer, sich gegenseitig anzunähern. Also klar, die Leute, die nach Deutschland kommen, die haben uns, die hier geblieben sind, quasi eh schon was voraus. Die nähern sich automatisch schon uns an. Und dann ist es quasi ja an uns aus Deutschland aus, uns aktiv ein bisschen ja, deren Kultur, deren genau Wörter anzueignen, damit wir wirklich auch gemeinsam sprechen können. Ob das jetzt eine unterschiedliche Arbeitsweise ist oder ob es quasi ein anderer musikalischer Output ist, ja, ich glaube, es ist eher das. Und habt ihr das Gefühl, dass für ja, andere Kulturen Musik was anderes bedeutet? Also, dass die vielleicht sagen, hey, das ist für uns noch viel mehr ein nur Zusammensein oder so. Also, es ist ja so oft dieses Klischee, in Deutschland macht man so diese ja, geschriebene Musik und andere machen das, um irgendwie ja, gesellschaftlich einfach zusammen zu sein. Spürt man das oder eigentlich gar nicht mehr? Oder vielleicht auch noch nie, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, da kannst du sicher auch noch was dazu sagen, dass in anderen Ländern mit der eigenen Musiktradition, was jetzt, jetzt Volksmusik? Volksmusik, danke, Ja, was den Bereich angeht, da ist es in Deutschland irgendwie schwierig, das zu greifen. Genau, aus verschiedensten Stimmt, Gründen ja. wahrscheinlich. Und ich glaube, da sind Leute aus anderen Ländern ein bisschen ja, tiefer drin verwurzelt wahrscheinlich. Ob die das dann gut finden oder auch nicht so toll, ist auch wieder Stimmt, was das ist nochmal anderes. eine andere Frage. Genau. Ja, und ich meine hier so was, ich meine, du kommst ja aus Bayern, ne? Ist ja Volksmusik, weiß ich nicht, auch mehr. Klar, wir haben vielleicht keinen Zugang, aber die, die ihn haben, für die ist es vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sache, dann mehr so zusammen sein und singen und ja. Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Also gerade irgendwie auf dem Land, wo es ja auch irgendwie noch mehr gepflegt wird, ist es einfach wirklich eine Ja, Zusammengehörigkeit, die genau. dort ausgedrückt wird. Und es sind total geile Traditionen, ja, die es dort gibt, die jetzt, von der man sich oder von denen man sich, wenn man jetzt irgendwie so professionell ausgebildet wird, erstmal entfernt. Aber wenn man dann wieder mit irgendwie 15 Jahren Entfernung draufblickt, dann entdeckt man wieder total viele Sachen, die ich jetzt vielleicht in der Rhythmik von tunesischer oder nordafrikanischer Musik schätzen lerne, dass ich dann irgendwie, ah ja, die Phrasierung ist in der bayerischen Musik ja auch total Ort. Ja, stimmt. Ja. Okay. Genau, aber du machst ja gerade eigentlich noch ein Projekt, was genau Ja. damit sich auch beschäftigt. Ja, wenn wir in Bezug auf den Volksmusik in dem Kontext das sehen, ich glaube schon, dass in Deutschland das kann, also in meinen Augen, wie ich das erfahren habe, es gibt viel weniger Zugang zu der Volksmusik, viel mehr Fokus auf die sogenannte Weltmusik, was auch, finde ich, in Deutschland ein ganz besonderer einfach Begriff ist. Ja. Und dann, aber trotzdem, es ist auch einfach so eine von den Perspektiven. Und die ist, also diese Volksmusikgeschichte in Deutschland
arbeitet einfach ein bisschen anders in der Tat, glaube ich, als in anderen Ländern. Ich weiß nicht, ob man das auf alle deutschsprachigen Länder so legen kann. Das wäre interessant für mich, die Frage, ob ihr das wisst. Aber genau, ich fand auch immer sehr, sehr faszinierend, dass man halt, wir haben auch so ein Projekt gemacht, wir haben quasi eine didaktisierte Arrangement von, aber die Einflüsse von anderen Kulturen quasi für deutsche Hochschulen gemacht. Ja, okay. Und dann frage ich mich, genau, wirklich, wenn man den geschichtlichen Kontext wegdenkt, ob man das wirklich nicht mit deutschen Liedern machen könnte und die wieder irgendwie, oder eben, wo sind die? In Bayern vielleicht? Oder wo sind diese Oasen, wo diese Volksmusik, Volkskultur, diese Kultur von Menschen, weil was ich verstehe durch diese Volksmusik, ist etwas, was kein Komponisten hat, kein bestimmten einen Mensch, der das geschafft hat, sondern das ist etwas, was zu der Kultur gehört und was die Gemeinschaft bildet. Mhm. Und diese Erfahrung habe ich aus Polen auch. Oder halt aus Osten, dass Menschen wirklich sagen, hey, dieser Song kommt aus diesem Dorf. Es ist total egal, wer das geschrieben hat. Es gehört zu dieser Gemeinschaft von diesem Dorf. Ja. Und das ist halt so sehr besonders und schön, inspirierend auch. Mhm. Das ist eigentlich was voll Schönes. Das Schade ist, ja, es wäre schön, diese Sache so mit in die Musik zu nehmen, die wir auch jetzt machen. Es muss ja dann gar nicht so Volksmusik sein, aber einfach, finde ich, so dieses Gefühl mitzunehmen. Ja, wenn wir da zusammen so gespielt haben, fühlt ihr dann auch manchmal sowas oder ist es... Ich glaube, das ist halt, also wie man, das ist sehr persönlich und ich, als Künstler hat man sehr unterschiedliche Phasen. Das gehört oft diese ganze Platzierung, wo zum Beispiel Ego halt hingehört natürlich und das gehört gar nicht dahin, aber das quetscht immer wieder rein und eigene Vision oder Band oder halt genau... Folgen wir gerade jemandem oder versuchen wir genau gemeinsam so einen aus unserer alle Gehirn eine zu machen und profitieren, dass wir so viele Augen haben und so viele Ohren und das dann halt wiederzugeben. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr momentabhängig und für jede persönlich und dann für die Truppe, klar, die das macht. Stimmt, ne? Ja. Das kann man auch gar nicht erzwingen. Das muss dann irgendwie einfach geschehen. Ja, ich fände es irgendwie schön. Also ich habe genau ganz, ja, immer mal wieder so dieses Gefühl, dass man so wirklich in dem Moment einfach zusammen Musik macht, aber gar nicht jetzt irgendwie der Musik wegen, sondern einfach als Gemeinschaft. Aber das ist halt oft, finde ich, geht es dann auch doch wieder verloren, weil es viele verkopfte Sachen oder man hat ein Projekt und will das unbedingt machen. Es hat immer so ein Ziel irgendwie. Und das, ja, fände ich, glaube ich, schön so für mich, wenn ich sowas immer mehr einbauen kann, dass es eigentlich kein Ziel hat, sondern dass man da zusammen ist und einfach irgendwie was entsteht. Ja. Und ja, okay. Dann haben wir ja eigentlich das Thema so gehabt, Reconquista, also quasi die Akustik, erobert sich so ein bisschen die Elektronik zurück und es gab ja so eine elektronische Vorlage eigentlich und wir haben das jetzt weitestgehend mit akustischen Instrumenten versucht umzusetzen. Habt ihr das Gefühl, das hat funktioniert oder was ging gut, was müsste elektronisch bleiben oder ja, da so? Ich glaube, da gibt es halt immer unendlich viele Wege. Also man könnte da auch sicherlich noch wie viel extremer rangehen und Sachen umwerfen. Aber ich finde eigentlich genau das, was wir gemacht haben, dass es eben akustische Ursprünge gibt von Klängen und die werden dann nochmal bearbeitet. Das ist eigentlich eine Sache, mit der ich extrem gerne arbeite, weil es dieses Leben, diese Lebendigkeit von einem ja wirklich analogen Klang hat und der ist auch nur jetzt einmal so gewesen und beim nächsten Mal ist er anders. Ist er, dieser Touch von Beweglichkeit, den mit reinzunehmen und dann aber ja nochmal ein ganz anderes Universum von Klängen irgendwie den zu tauchen und darin zu baden. Das finde ich total schön. Und findest du, dass wir relativ nah dran gekommen sind so? Oder ist es einfach was,
ganz anderes geworden. Was ja auch nicht, also ist gar nicht wertend gemeint, aber so nah rangekommen an diese elektronische Vorlage eigentlich. Klanglich, meinst du? Ja. Das kann ich noch gar nicht so genau beurteilen. Ich glaube, man kann da irgendwie nah rankommen. Ich weiß gar nicht, ob das für mich jetzt so entscheidend wäre, sondern genau, es transportiert ja immer irgendwie eine Energie. Und gerade das finde ich bei akustischen Instrumenten oft ein bisschen einfacher oder direkter, dass man diese Energie spürt oder halt nicht. Aber ich glaube, das hat auf jeden Fall der Song bekommen, eben diesen Schub. Ja, das stimmt. Das fand ich zum Beispiel auch. Ich habe ja dieses kleine Windding gehabt. Ich weiß, ich habe es sehr oft benutzt, aber da ist es halt auch so. Du kannst halt selbst diesen Impuls geben, wann der Wind nochmal so einen Schub kriegt, wann nicht. Also das finde ich auch voll interessant. Das kann man dann mit einem Synthi schon auch irgendwie, aber... Ja, aber so viele Knöpfe kannst du gar nicht gleichzeitig bedienen. Genau, da kannst du halt wirklich dann nochmal so... Irgendwie. Ja, ja. Genau. Oder wie du es halt in dem Moment fühlst, ne? Und nicht einfach nur so diesen Knopf, ja. Okay. Wollt ihr kurz über euer Setup reden, was ihr heute hattet? Also ich war am Vibraphon und die königlichen Glocken. Die Glocken. Die waren die Rockstars für diesen Tag, glaube ich. Wir sind alle der gleichen Meinung, oder? Also, ja, die Glocken waren cool. Die rohen Glocken, dieser orchestrale Sound eben. Also ich glaube, das hat extrem viel ausgemacht, diese Glocken. Also ich war quasi wirklich ziemlich simpel mit dem Vibraphon und Glocken. Und genau, ich hatte eine kleine Synthi noch. Und ich habe das eigentlich sehr gemocht. Wieder so eigentlich für mich sehr minimalistisch, aber ihr habt da ein bisschen... mehr übernommen von Effekten vielleicht. Du hast für mich ein paar Effekten gemacht. Und ich glaube ich glaube immer an diese Fusion und dass es halt sehr schön ist, da wie du das gemacht hast. Also mit diesem Konzept, dieser Idee halt bewusster, ein bisschen weniger Elektronik zu machen. Und ich glaube, wir sind einfach ein bisschen süchtig nach den Elektronik, ne? Weil aus unterschiedlichen Gründen, weil wir so viel mit den Materie uns beschäftigen, wir brauchen auch etwas, was uns dann halt wieder kickt und inspiriert. Klar. Ja, und es auf eine gewisse Weise drückt das ja auch oft, genau. Was man dann irgendwie erstmal wieder finden muss, wie man da hinkommt. Richtig, oder dass man über einen anderen Weg, diesen Energieweg mehr geht dann. Ja, es sind halt unterschiedliche Energien und ich finde sowieso, also für die Zukunft ist sowieso die alle möglichen Mischungen werden die Zukunft erobern und nicht nur akustisch oder nur elektronisch. Das ist halt in vielen, vielen Lebensbereichen so und ich glaube in Musik auch. Und ich warte nur noch auf, bis sich die Sachen noch mehr morphen, weil ich glaube, wir versuchen die immer zusammenzubringen. Aber es fällt noch manchmal so dieser richtige Morph-Punkt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, also, wir wissen schon, wohin das geht, aber vielleicht gibt es noch nicht die Technik oder vielleicht kenne ich persönlich noch nicht oder sind die noch quasi noch im Ankommen. Genau, also, aber das war so mein Setup eigentlich ganz simpel. Vibraphon, Glocken und der kleine Synthi. Ja, bei mir ist es auch eigentlich ganz simpel. Schlagzeug, dann hatte ich den Prophet Synthi, den ich mit der rechten Hand spiele, mit der linken Hand einen Bass-Synthesizer und ein Chaos-Pad, wo ich ja eigentlich am Anfang zwei Loops aufgenommen habe, einmal vom Xylophon von Kascha und die Bassdrum. Und dann kamen eben noch die Röhrenglocken und das Vibraphon durch meine Effektkette durch. Genau, und damit konnte ich dann auch noch ein bisschen arbeiten, ja. Das finde ich eigentlich auch ein total cooles Prinzip, wenn man nicht für sich selbst nur die Elektronik macht, sondern wenn ich für jemand anderen das machen kann, so kann man sich auch wieder gegenseitig überraschen und es ist ein Interplay. Kascha hat ihre Hände frei zu spielen, reagiert aber natürlich trotzdem auf Dinge und
Ja, das stimmt. Mhm. Das ist auch echt ein guter Punkt, ne, finde ich. Das habe ich ja schon mal gesagt letztlich, dass man immer, wenn man so beschäftigt ist mit dem Spielen und dann noch an den Knöpfen drehen muss, ist als, dann fehlt quasi der nächste Input oft. Und dann flaut so ab. Und das haben natürlich Synthies nicht. Die sind immer irgendwie am Start. Und, aber ja, so ist eigentlich eine coole Möglichkeit, das zu umgehen, wenn da einfach der andere quasi die Effekte bedient. Das ist eigentlich cool, ja. Und ganz kurz, weil du Bass-Synthi gesagt hast, bei Bass finde ich zum Beispiel auch sau schwer, das akustisch so ein Drücke-Bass oder so ein Sub-Bass kommt. Habt ihr da irgendwie eine Inspiration für mich, wenn ich jetzt mal sage, ich würde mal wieder ein Stück machen und einfach mal gucken, dass jemand einen akustischen Bass quasi spielt oder irgendwie ein Blasinstrument oder irgendwie fällt euch da was Cooles ein? Mit was man so einen coolen Synthi-Bass imitieren kann? Also was ich grundsätzlich, um so ein bisschen supernatural akustische Sounds zu kriegen, voll spannend finde, ist wirklich mit einer Mikrofonierung zu arbeiten, die jetzt nicht versucht, den akustischen Klang von einem Instrument, wie es natürlich klingt, aufzunehmen, sondern extrem nah ranzugehen oder an Positionen zu gehen, wo man nicht hingehen würde, um den Klang aufzunehmen. Also zum Beispiel bei Becken mache ich das ganz gerne, dass ich wirklich so Millimeter nah rangehe und dann hast du so super krasse Sub-Bass-Frequenzen, die du so akustisch überhaupt nicht hören würdest, aber das schwingt halt da auch mit. Also könnte man jemand sagen, also der nächste wäre dann ein Beckenspieler quasi, den man fragt, ob er einen Synthi-Bass imitieren kann. Das ist auf jeden Fall, ich habe da einen Ableton mal irgendwie aus einem so einen gestrichenen Bogen-Sample, was ganz nah dran war, und dann Bass-Synthi gebaut und das hat auch irgendwie... Das reizt mich jetzt gerade vor. Den kriege ich wieder nicht aus einem anderen Synthi raus, diesen Sound. Ja, ja, okay, krass. Ja. Ja. Genau. Ah ja, genau, und was quasi da auch noch dazu gehört, ist sehr leise zu spielen und dann aber sehr nah ranzugehen, weil wenn du leise spielst, dann kriegst du irgendwie diesen Körper nochmal ein bisschen... anders. Ah ja. Oh, cool. Jetzt habe ich voll Lust, das mal auszuprobieren. Ja, schön. Okay. Sonst jetzt mal ein ganz anderes Thema. Habt ihr irgendwie so ein ultimatives Ziel, Musikziel oder für euch? So? Also es darf jetzt wirklich alles sein. So, ich will Weltstar werden oder es muss auch gar nichts sein. Das ist jetzt echt so eine spontane Frage, die ich hier so... Finde ich nämlich auch immer interessant. Ultimatives Musikziel. Was ist deiner? Touché. ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich fände es schon wirklich geil, mal irgendwann so eine Welttournee zu machen. Also wirklich so... Ja, ich oder tatsächlich ist mein Traum immer so ein bisschen dieses, oh, ich hätte voll Bock auf so einen Ort, an dem ich mich zurückziehen kann, schön schreiben kann, irgendwie, da soll es total schön aussehen, was weiß ich, Südfrankreich oder so, am Meer, bla bla bla. Mhm. Und dann einmal im Jahr so eine geile Tour und dann wieder zurück in diese Residenz und so. Also, ja, das ist ja voll das träumerische Bild, aber ich fände es irgendwie, ja. Vielleicht ist es dann auch gar nicht so schön, wie man sich's vorstellt, aber so. Ja, so diese beiden Extreme, ne, das ist voll rausgehen, aber auch so bei sich bleiben irgendwie. Doch, könnte ich unterschreiben, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt vielleicht so der Stage. Es ist, ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt irgendwie auch ganz besonders mit der Mahaputma, mit der neuen Band, die wir auch quasi haben, wo wir zusammenspielen. Das könnte echt ganz, ganz cool sein irgendwie. Auch einfach, weil man als Band dann halt nochmal anders wächst. Auf so eine Tour. Wir werden einen kleinen Vorgeschmack haben, auf jeden Fall, dieses Jahr in Polen. Schauen wir mal. Genau, und für Wisst mich... Ihr schon wann? Im August, ja. Ah, wie viel? Erste Augustwoche. Erste Augustwoche in Polen. Habt ihr es alle? Alle nach Polen, her nach Masur. Aber wir haben sicher auch einige Dates in Baden-Württemberg. Genau, das stimmt auch. Auch in München sind wir nochmal und... Ja, es kommt noch was. Sag mal kurz die Webseite von Mahaputma. www.mahaputma.com. Genau, Tada. Da findet ihr dann alle Termine. Ja.
Schön. Ja, wir kommen uns drum, dass ihr da alle Termine findet. Instagram ist wahrscheinlich zuverlässig gerade noch, zuverlässiger. Ne? Ja. Genau. Ja, aber nochmal zu dem ultimativen Ziel. Ich als, genau, als so geprägte, tief sellende Klassiker, ich träume immer noch von so einer ultimativen Freiheit eigentlich, worüber wir gesprochen haben, ja. Also, dass man wirklich sagen kann, hey, ich gehe ins Studio und ich mache einfach eine Live-Session. Oh, ich glaube, das ist schon so musikalisch eine ganz, steht ganz oben, einfach so eine Freiheit zu haben und so eine Vertrautheit mit dem Instrument und mit sich selbst natürlich dann auch oder mit in dem Moment zu sein und mit der Kreativität, Offenheit, dass man sagt, okay, ich gehe rein und ich nehme eine Platte aus dem Moment auf. Ja. Und auch mit der Zeit, die man dafür braucht. Ne? Total, ja. Früher war das ja öfter so, glaube ich, dass einfach so die Studiozeit so lange und ausprobieren. Ja, und ja, ist cool. Was ist deine? Mein ultimatives Musikziel. Ja, ich glaube, also ich kann das, glaube ich, nicht in ein Ziel fassen. Ich, es ist immer ja so ein bisschen lebensphasenabhängig. Ja, es ändert sich ja immer wieder ein bisschen. Aber ich glaube, Zeit ist ein ganz großer Faktor, was du auch gemeint hast gerade. Also wir hatten jetzt eben mit dem Album von Mahaputma ganz viel Zeit und das ist total geil. Ja. Also so will ich eigentlich arbeiten und nicht anders und mich fokussieren können. Auf was du gemeint hast, dieses frei von einem konkreten Ziel zu arbeiten. Oder vielleicht ist es eher ein Zweck, gar nicht mal das Ziel, weil das brauche ich schon. Aber die Zweckgebundenheit ein bisschen, sich davon lösen zu können, das funktioniert manchmal schon, aber da habe ich auf jeden Fall Lust, noch ein bisschen mehr dran zu arbeiten. Ja, und was glaubt ihr, bräuchte es dafür? Also um diese, also eigentlich hat man ja Zeit, wenn man sie sich nimmt. Was ist das Problem, warum es dann doch nicht geht quasi? Also ist es ein finanzielles Problem oder ist es, man macht zu viele verschiedene Sachen oder also. Man will ja schon mal ganz schön viele Sachen. Man will viele, ja. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Gebilde aus, man will ganz viel, man meint, sich in Zwängen zu befinden. Und man kann so schlecht Nein sagen vielleicht. Aber ich glaube, ja, was hatten wir letztens für ein Zitat? Mut und Innovation braucht es, um neue Dinge erfahren zu können. So, also genau, man muss sich, glaube ich, oder kann sich vielleicht ein bisschen mutiger zu sich selbst bekennen und zum Bauchgefühl und den Erfahrungen, die man auch gemacht hat. Ja. Das stimmt. Habt ihr Frauen, die euch inspirieren oder weibliche Vorbilder jetzt auf die Musik bezogen oder auch, ja, okay. Ach, ich habe eine. Ja, okay. Also absolut, absolut inspiriert bin ich von Caroline Shaw. Es ist eine Komponistin, die hat gerade eben mit Soul Percussion aufgenommen. Eine Hammerplatte, finde ich auch, so eine geile Mischung von Klassik und Pop. Ach, cool. Also die finde ich gerade echt extrem. Kennt ihr Anna Meredith? Nee, oder Anne Meredith, die macht nämlich auch, ist auch eine Komponistin aus England und die macht auch so eine Kombi, also ich glaube, die lebt eigentlich vom Komponieren, aber hat dann noch hobbymäßig so eine Band und da macht sie nämlich auch so eine Fusion aus Elektro und Akustik, die finde ich echt auch, die ist sau cool. Hammer. Fällt mir jetzt auch gerade zu einem. Mir fällt jetzt niemand Konkretes ein, aber ich habe kürzlich eine total interessante Doku, eine Arte-Doku gesehen über Frauen in der elektronischen Musik, aber so genau 30er, 40er, 50er Jahre. Ach geil, und ja. Das sind, glaube ich, richtig tolle Persönlichkeiten, die sich dann natürlich extrem durchschlagen mussten in der Männerwelt und die aber ja richtig geiles Zeug dann gemacht haben. Und genau, also die mussten richtig rauspieksen. Ja, so. Da war es ja noch viel schlimmer. Genau, also das finde ich schon sehr beeindruckend, wie man zu sich selbst und
der eigenen Idee irgendwie stehen kann und das packt. Ja, ja. Schön. Cool. Yeah. Ja. Also ich glaube, für mich wären wir durch. Danke. Ich würde gerne noch, dass ihr eure Webseiten kurz sagt oder ob man euch im Web finden kann überhaupt, wer quasi noch mehr von diesen beiden wissen will. Ja. Einfach, also bei mir Kasia Kadlubowska, kasia.com. Ich blende es dann auch noch unten ein. Bei mir ist es dominikfürstberger.com. Okay. Schön. Yeah, cool. Yeah. Schön, dass ihr da wart. Kasia und Dominik. Yeah. Yeah. Yeah.